Aus meiner Sicht ist heute etwas sehr, sehr Wichtiges klar geworden, nämlich, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr gar nicht mehr senken kann und wird. Und das ist jetzt gesprochen nicht aus einer bullischen oder bärischen Haltung, sondern wenn man eins und eins zusammenzählt und vor allem sich die Aussagen von Fed-Mitgliedern heute genauer anschaut, die sprechen nämlich Bände, denn die Fed hat ein Thema. Der wichtigste Grund, warum die Fed die Zinsen nicht senken kann in diesem Jahr, ist zunächst mal natürlich, dass wir im kurzen Zeitfenster ein wieder ansteigender Inflation haben, sichtbar in relativ hohen Anstiegen zum jeweiligen Vormonat. Also wir sehen 0,3, 0,4% Inflationsanstiege zum Vormonat, nicht zum Vorjahresmonat. Und da ist die Latte einfach noch zu hoch. Aber im kurzen Zeitfenster sehen wir eine Beschleunigung der Inflation. Noch wichtiger aber fast ist, dass die Fed gezwungen sein wird, ihre Bilanzreduzierung praktisch zu stoppen oder stark zu reduzieren. Das heißt, der Abbau von Anleihen aus ihrem Portfolio kommt zu seinem Ende. Warum? Erstens, weil diese Reverse-Repo-Volumen jetzt gegen Null tendieren. Und zweitens, noch wichtiger vielleicht, oder zumindest ähnlich wichtig, das Bank-Term-Funding-Programm, dieses Bankenrettungsprogramm, das endet. Und das bedeutet, dass die Nachfrage nach Anleihen stark abnehmen wird. Dementsprechend kann die Fed nichts anderes tun, als sozusagen diesen Prozess zu verringern oder zu stoppen, wo sie selbst Anleihen aus ihrem Portfolio raushaut. Genau das ist ja die Bilanzreduzierung. Das ist etwas, was, glaube ich, der mitentscheidende Grund ist, warum das jetzt keine Zinssenkung geben kann. Denn dieser Stopp oder diese Reduzierung des Bilanzabbaus ist eine geldpolitische Lockerung. Und dann kannst du eben nicht gleichzeitig noch die Zinsen senken und die Geldpolitik weiter lockern, vor dem Hintergrund, dass die Inflation wieder anzieht, im kurzen Zeitfenster, vor dem Hintergrund, dass die Financial Conditions sich gelockert haben und eine Euphorie herrscht an den Märkten ohne Ende, und vor dem Hintergrund, dass viertens die Wirtschaft schlichtweg eben noch zu stark ist in den USA, vor allem der Dienstleistungssektor, aus dem diese Inflation kommt. Schauen wir uns die Dinge mal an und schauen wir uns dann vor allem diese Aussagen an von den Fed-Mitgliedern. Zunächst mal scheinen jetzt mehr und mehr hier die These zu vertreten wie Apollo, die sagen also, wir werden wahrscheinlich keine Zinssenkung in diesem Jahr sehen, nachdem wir ja 6 bis 7 Zinssenkungen eigentlich bereits eingepreist hatten in den Märkten. Das wird auch ohne Zinssenkungen gehen, so sagt es vor allem Thorsten Zwock. Und der Fed Pivot, der hat nämlich dazu beigetragen, dass diese Finanzkonditionen sich maßgeblich gelockert haben, vor allem dieser Pivot von Jerome Powell im Dezember auf der Pressekonferenz. Dazu starkes US-Wachstum, sagt Swap, Sticky Inflation. Und all diese Dinge werden es letztendlich verhindern, dass die Fed die Zinsen senkt. Hier sehen wir mal diesen kurzfristigen Anstieg, Wiederanstieg der Inflation im kurzen Zeitfenster, die ging lange nach unten. Dann im Sommer war Schluss mit diesem Abwärtstrend, gerade bei Core, also der Kernrate. Das ist ein wesentlicher Grund. Und dann sehen wir Aussagen wie Barkin: We will see if there are rate cuts this year. Wir werden sehen, ob da Zinssenkungen in diesem Jahr sind. Also er stellt faktisch in Zweifel, dass es überhaupt Zinssenkungen gibt. Die Fed selbst hat ja in den Dotplots, in diesen Zinsprognosen, 3 Zinssenkungen erwartet. Die Märkte 6 bis 7, aber die mussten das immer weiter zurückschrauben. Dann sehen wir die größte Taube innerhalb der Fed, das ist Goolsbee. We have to keep an eye on housing inflation, also die Inflation im Immobiliensektor. Aber ich glaube, das ist gar nicht das zentrale Problem. Wir sehen ja, dass die Hauspreise weiter steigen in den USA, sondern go check out asset price inflation, wirft hier Sven Henrik ein. Also schau dir doch vor allem die Assetpreisinflation an, und das sehen wir an den Aktienmärkten, das sehen wir bei Kryptos wie Bitcoin. Die Vermögenspreise inflationieren sich wieder, das schafft Nachfrage, weil die Leute reicher werden, Nachfrage erzeugt wiederum Preisdruck, und hier sehen wir nochmal diese Financial Conditions, die sich so gelockert haben. Also faktisch hat Powell mit seinen Aussagen die Zinsen gesenkt, wenn man so will. Wir sehen, diese Lockerung der Financial Conditions bedeutet 100 Basispunkte an Zinssenkungen. Und dann sehen wir nochmal zurück zur Inflation, eben gerade Supercore, worauf die Fed besonders achtet. Also Dienstleistungssektor in der Kernrate ohne den Immobiliensektor. Booms, größter Anstieg, den wir jetzt lange gesehen haben, seit 2021. Soll man in einer solchen Situation die Zinsen senken? Eher unwahrscheinlich. Jetzt kommt noch oben drauf, Öl jetzt auf dem höchsten Stand seit November. WTI, also das US-Öl, hatte die 80er-Marke wieder überschritten.
Da scheint die Tendenz weiter nach oben zu gehen. Und jetzt kommt dieses Bilanzargument. Dallas Fed-Präsidentin Larry Logan hat heute gesagt, die Fed should slow asset runoff as reserve repo dwindles. Also diese Reverse Repo Volumen, mit der die Fed oder das Reverse Repo Programm, mit der die Fed praktisch Bankenliquidität zur Verfügung stellt, damit diese dann Anleihen kaufen können, vor allem kürzer laufende Anleihen. Das wird jetzt auslaufen, sozusagen der Topf ist leer. Und das bedeutet, dass dann weniger Nachfrage nach diesen Anleihen besteht, was wiederum bedeutet, weil schlichtweg die Fed den Banken das Geld nicht zur Verfügung mehr stellen kann, was wiederum bedeutet, dass eben die Fed die Dinge nicht noch stärker verschärfen kann, indem sie selber Anleihen aus ihrem Portfolio dann auslaufen lässt. Sven Hendrik sieht es, glaube ich, hier ein bisschen falsch, dass er sagt, ja, das ist, damit die Märkte nicht stärker abverkaufen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern es geht um die Nachfrage nach Anleihen. Und für die Amerikaner und ihren Verschuldungssystem ist es natürlich wichtig, dass diese Nachfrage da ist. Jetzt entfällt ein Nachfrager, nämlich vor allem die US-Banken durch dieses Bank Term Funding Program und die Reverse Repos. Dementsprechend kann man jetzt nicht noch hergehen und dann eben die Bilanzsumme weiter reduzieren und damit die Banken noch weiter unter Druck bringen. Hier sehen wir New York Community Bank Corp heute wieder mit einem massiven Absturz. Also was wird mit diesen Regionalbanken passieren, wenn am 11. März dieses Bank Term Funding Program, das Rettungsprogramm, auslaufen wird? Das ist die große Frage. Heute hatten wir übrigens auch Wirtschaftsdaten, ISM-Index, schwächer als erwartet. Das fanden die Märkte wieder sehr cool. Die Prices Paid waren ein bisschen weniger heiß als erwartet, aber 52,5 heißt immer noch Anstieg zum Vormonat, alles über 50 ist Anstieg zum Vormonat. Und dann aber, und das ist vielleicht das Entscheidendste, was heute passiert ist aus meiner Sicht, da kam nämlich Waller von der Fed und hat gesagt, also wir sollten jetzt mal so unsere Bilanzpositionen in Richtung kürzer laufenden Anleihen verschieben. Damit meint er sogenannte T-Bills, also das sind Anleihen 3 Monate, 6 Monate Laufzeit. Und er sagt, naja, passt auf, dadurch wären wir in der Lage, viel flexibler zu agieren. Wenn wir kürzer laufende Anleihen haben, dann laufen die ja bald wieder aus. Damit sind wir nicht in Gefahr, dass sich unsere Bilanzsumme komplett aufbläht. Wenn du jetzt als Fed eine 10-jährige Anleihe zum Beispiel dir ins Portfolio legst, dann hältst du die in der Regel eben auch 10 Jahre, bei einer 3-monatigen eben 3 Monate, und dann fliegt die aus der Bilanz wieder raus. Die ist also kurz drin, dann ist sie wieder raus. Und das bedeutet, dass Waller erreichen will, dass die kurz laufenden Anleiherenditen fallen, während die länger laufenden Anleiherenditen dann praktisch eher steigen. Warum fallen die kurz laufenden Anleiherenditen, wenn ein Fed-Mitglied sagt, ja, wir sollten eher kurz laufende Anleihen ins Portfolio holen, weil eben die Nachfrage durch diesen Walfisch-Fed nach diesen kurz laufenden Anleihen damit steigen würde, und die Folge ist, dass sich die Zinskurve versteilt. Wir sehen, dass heute die Zinskurve sich schon deutlich entinvertiert hat. Die tendiert also Richtung Null zwischen kürzer und länger laufenden Anleihen. Derzeit haben wir ja das absurde Phänomen, dass eben wir invertierte Zinskurven haben, also die Renditen für länger laufende Anleihen niedriger sind als für kürzer laufende Anleihen, was eigentlich Quatsch ist. Normal, wenn ich jemand 30 Jahre Geld leihe, habe ich ein größeres Risiko, als wenn ich jemand 3 Monate Geld leihe, weil einfach in diesem Zeitraum viel mehr passieren kann. Daraufhin Gold nach oben, Anleiherenditen vor allem der kürzer laufenden Anleihen nach unten. Hier sehen wir, wie sich die Zinskurve versteilt, und das ist ein Prozess, der jetzt weitergehen dürfte, nachdem hier die Katze aus dem Sack ist. Normalerweise haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass eine weitere Versteilung der Zinskurve positiv oder einherging mit steigenden Aktienmärkten und vice versa. Das nur am Rande. Hier hatten wir ja schon den ISM-Index gesehen, aber wir haben jetzt momentan ja auch so eine Soft-Landing-Philosophie, die, wie manche Ökonomen hier sagen, eigentlich der Finanzgeschichte komplett widerspricht. Du hast immer Zyklen, es geht auf, es geht bergab. Also dieses ewige, die Wirtschaft wird schon halten. Mal sehen, die Fed wird die Zinsen senken müssen, wenn wirklich die Wirtschaft deutlich absinkt. Aber wenn das einigermaßen so bleibt, wie es jetzt ist, dann denke ich, sind die vorgebrachten Argumente, Inflationsanstieg, eben diese Stärke der Wirtschaft, eben die Notwendigkeit, jetzt die Bilanzreduzierung zu stoppen oder zu verlangsamen, damit die Banken zu retten. Das sind sehr gewichtige Argumente.
Und dennoch ist natürlich alles total bullisch. Wir haben jetzt den Nasdaq von einem 20% Drawdown, also Verlust, gesehen, wie er dann auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Das gab es seit 1977 10 Mal, und in den nächsten 252 Tagen gab es dann einen Gewinn von 20% durchschnittlich. Also, meine Damen und Herren, es kann nur weiter nach oben gehen. Das ist ja keine Frage. Gestern zum Beispiel ist es das erste Mal in den letzten 10 Jahren am letzten Handelstag des Februar nach oben gegangen. Der 1. März ist auffallend bullisch meistens, also statistisch gesehen ein positiver Börsentag. Also es spricht alles für endlos steigende Kurse, und das, obwohl Apple heute fällt, zweitstärkste Marktkapitalisierung an der Wall Street, weil Goldman Sachs die von ihrer Conviction List, Überzeugungsliste gestrichen haben. Aber dafür haben wir Nvidia und so weiter, die fangen das auf. Auch Microsoft nicht so richtig stark heute, weil eben Eleno sagt ja, OpenAI wurde ja eigentlich mal zum Wohle der Menschheit gegründet, nämlich eigentlich Open Source, also den Leuten das kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Jetzt sei das ein Instrument zur Maximierung von Profiten, vor allem von Microsoft. Und damit hat der gute Eleno natürlich total recht und wird jetzt oder hat jetzt geklagt, eine Klage eingereicht. Das könnte nochmal interessant werden. Er sagte, das Board von OpenAI hat von KI keine Ahnung, von künstlicher Intelligenz keine Ahnung, sagt er interessanterweise. Und KI hat gestern Dell gesagt, die haben da bestimmte KI oder haben Server, die praktisch KI mit KI-Software zusammenarbeiten können. Und daraufhin die Aktie nachbörslich 26% oder 30% gestiegen. Und das, obwohl diese KI-tauglichen Server nur keine 4% des Gesamtumsatzes bisher ausmachen. Man hat eben die Prognose für diese Server nach oben genommen. Während dann eine Volkswagen-Aktie, deren Umsatzwachstum sich nur verlangsamt, wie man heute bekennen musste, gleich mal 5% auf die Mütze kriegt. Kursgewinnverhältnis von 4, jetzt vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Also wir sehen, wie die Dinge hier auseinanderklaffen zwischen Euphorie und einem eigentlich günstigen Unternehmen, das natürlich so seine Themen hat, aber noch immer viele, viele Milliarden verdient, anders als die deutschen Banken wie eine Arealbank und eine deutsche Pfandbriefbank. Heute wieder Hiobsbotschaften, Arealbank musste seine Rücklagen massiv nach oben fahren, weil eben dieser Gewerbeimmobiliensektor in den USA wie auch in Deutschland richtig Probleme hat. Wir haben dann heute Inflationsdaten aus der Eurozone gesehen, ist gesunken auf 2,6%, lag aber über den Erwartungen. Und gleichwohl sagt die Commerzbank, wir sehen aber, der unterliegende Preisauftrieb zieht wieder an. Der Grund für diesen Rückgang ist schlichtweg, dass jetzt praktisch der sehr hohe Vergleichswert aus dem Vorjahresmonat, der jetzt aus der Statistik rausfällt, und dann sieht das erstmal ganz gut aus. Aber hier zeigt die COBA, dass eben der Preisauftrieb eben nach wie vor vorhanden ist. Und wir haben vor allem Energie, was hier von der Inflation was weggefressen hat. Aber die Energiepreise, wir haben es beim Ölpreis gesehen, Strompreise in Deutschland, die tendieren jetzt nicht mehr dazu zu sinken. Das dürfte den Falken in der EZB ein bisschen Auftrieb geben, und das, obwohl Deutschland hier, ein Artikel von Forbes, nicht unbedingt ein Vorbild ist in Sachen Energiewende und Wirtschaftswachstum. German Deindustrialization wird so langsam ein Sprichwort in angelsächsischen Ländern, und das sehen wir auch heute. Eismann, der Autozulieferer, ist insolvent. Die Firma hat 5000 Mitarbeiter, teilweise auch im Ausland. Die hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 450 Millionen Euro erwirtschaftet mit 5000 Mitarbeitern. Das sind 90.000 Euro pro Mitarbeiter. Das ist nicht gerade toll. Da gibt es ja viele, die bestimmt ganz gut verdienen in diesem Bereich. Also Mitarbeiter, die du bezahlen musst. Und zweitens hast du ja als Autozulieferer in der Regel auch sehr hohe Materialkosten, weil du irgendwelche Dinge bestellen musst, Maschinen haben musst und so weiter, Energiekosten. Also das ist praktisch wohl nicht mehr zu retten, was sich hier abzeichnet. Hier nochmal Hintergründe zu den Aussagen von Barkin, der das erste Mal jetzt seitens der Fed gesagt hat, mal sehen, ob die Zinsen in diesem Jahr sinken. Das ist ein Unkenruf, meine Damen und Herren. Erste Empfehlung als Artikel und die zweite Empfehlung. Und da möchte ich Sie dringend ermuntern, dass Sie sich das mal geben. Denn MicroStrategy ist ja ein Unternehmen, das im Prinzip nichts anderes macht, als Bitcoin zu kaufen.
Aber das Unternehmen ist 40% höher bewertet als die Summe der Bitcoins, die man inzwischen gekauft hat. Warum? Das ist in etwa so, als würden Sie Goldtaler permanent einkaufen, das Ganze dann als Aktie an die Börse bringen und die Leute sind bereit, 40% Aufpreis zu zahlen dafür, dass du diese Goldtaler hast. Gleichzeitig verkauft Michael Saylor ständig, praktisch täglich seine Aktien. Das heißt, er wälzt das Risiko auf die anderen ab, die Aktie kaufen, und er selber macht richtig Kasse, indem er seine Aktien verkauft und das Ganze wie ein Ponzi-Schema aufbaut und die Leute irgendwie das nicht so richtig kapieren, was da abläuft, aber typisch für das, was eben derzeit an der Wall Street abläuft. Also diese beiden Artikel, Barkin und vor allem hier, was mit MicroStrategy passiert. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und dann sage Servus, ciao.